Mann, hast du einen Schlag drauf. Verdammt, jetzt habe ich nichts mehr. Hoffentlich kann ich bei Patty anschreiben. Hier ist dein Gold. Gib mir die Goldschale. Danke. Hier hast du sie. Hast du meinen Rum? Hier hast du einen Rum. Prost! Der Suff ist das Einzige, was ich noch habe. Du bist Fischer. Ei, bin ich, aber ich habe mein Boot draußen im Sturm verloren. Seitdem habe ich nichts mehr. Ich kann froh sein, dass Patty mich noch anschreiben lässt. Ich suche einen Käufer für einen Fischladen. Und? Was habe ich damit zu tun? Wäre das nichts für dich? Du bist schließlich Fischer. Ich? Fische verkaufen? Warum sollte ich das tun? Ein Fischladen wäre genau das Richtige für einen Fischer. Das will ich meinen. Und du hast gerade keine Arbeit. Da ist was dran. Wie viel soll der Stand denn kosten? Für 300 Goldstücke gehört der Stand dir. Es ist bitter, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Was meinst du? Ich habe nicht genug Gold und brauche deine Hilfe. Was soll ich für dich tun? Pass auf, ich habe da etwas, das ist viel mehr wert als die paar Goldmünzen. Wo ist dann das Problem? Psst, nicht so laut. Es ist ein Artefakt aus den Ruinen, verstehst du? Du lässt anschreiben, obwohl du ein Artefakt besitzt? Das kann man nicht einfach so verkaufen. Dafür kann man in die Vulkanfestung geschmissen werden. Verstehe. Aber ich würde es dir verkaufen, für 300 Goldmünzen. Dann kann ich den Laden übernehmen. Was ist das für ein Artefakt? Ein Ring. Ich glaube, er ist ein bisschen magisch. Was ist? Willst du ihn? Verkauf mir den Artefakt. Glaub mir, du machst ein gutes Geschäft. Hier, lass dich damit nicht von Carlos oder seinen Leuten erwischen. Dann übernimmst du den Laden. Ja, das mache ich. Ich werde Salty ausrichten. Er wird sich sehr freuen. Die Dinger gibt's auf der ganzen Insel. In den Ruinen sterben sie doch wie die Fliegen. Er soll auf einer Insel hausen. Ich gehe dem Ärger lieber aus dem Weg. Die Ruinen sind einfach aus dem Boden gekommen. Eigentlich war doch alles gut. Nico wird deinen Laden kaufen. Das ist ja wunderbar. Er wird hier bestimmt ein gutes Geschäft machen. Und ich habe zumindest noch ein paar Goldmünzen gemacht. Danke. Hier, die habe ich in einer Muschel gefunden, die sich in eine der Fischkisten verirrt hat. Was machst du jetzt? Ich gehe zu Patty. Auf dem Weg lasse ich mir von Nico das Gold geben und betrinke mich. Ich weiß. Hier ist Costas Goldbörse. Sehr gut. Ich habe mich nicht in dir getäuscht. Wollen wir doch mal sehen. 150 für mich, der Rest für dich. Ich werde Scordo berichten, dass du gute Arbeit geleistet hast. Erzähl mir von Scordo. Hey, eigentlich hätte ich seinen Namen noch nicht einmal erwähnen dürfen. Ich kann dir nur so viel sagen. Scordo leitet die Geschäfte des Don hier in der Stadt. Wo kann ich ihn finden? Gar nicht. Er hat sich versteckt. Er wird dich finden, wenn es soweit ist. Und jetzt verlieren wir kein Wort mehr darüber, klar? Wie machen wir jetzt weiter? Wenn du noch ein bisschen in der Gosse bleiben willst, kannst du ja mal versuchen, bei Josh abzukassieren. Da kommt meistens nicht besonders viel bei rum, aber man nimmt mit, was man kriegen kann. Ansonsten solltest du einfach die Ohren aufhalten. Es gibt genug Probleme, aus denen du Kapital schlagen kannst. Kannst du mir was beibringen? Ich halte mein Wort.
Wenn du willst, zeige ich dir, wie du ein guter Taschendieb wirst. Ich will ein besserer Dieb werden. Suchst du wen? Was hast du für Ärger? Der Schmuggel mit den Artefakten. Es ist schon schlimm genug, dass sie aus den Ruinen gestohlen und in die Stadt gebracht werden. Aber dazu kommt noch, dass auch das Lagerhaus nicht sicher vor Diebstählen ist. Alles, was wir einsammeln, versuchen die Banditen uns wieder abzunehmen. Wie kann ich helfen? Ich brauche jemanden, der sich um die Goldschalen kümmert. Außerdem will ich, dass die Rüstungsplatten wieder zurückgebracht werden. Woher kommen die Goldschalen? Irgendjemand hat eine verbotene Ausgrabung an einem der alten Tempel vor der Stadt veranlasst und 3 große Goldschalen dabei erbeutet. Seitdem versucht dieser jemand, die Goldschalen auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Verdammt nochmal! Wann kapieren diese Idioten endlich, dass es zwecklos ist? Früher oder später werden wir sowieso alle Artefakte erwischen. Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Was hast du für Fische? Hi. Hi, ich bin Finn. Du hast nicht zufällig Arbeit anzubieten? Nein. Mist. Hier in der Stadt ist nichts zu bekommen. Im Hafen ist nichts los. Und selbst Flavio hat keine Arbeit mehr. Was suchst du denn für Arbeit? Egal. Ich nehme alles. Was kannst du mir über Flavio erzählen? Die meisten sagen immer, dass Belchior der Einzige ist, der etwas für uns Bauern tut. Aber das ist nicht wahr. Flavio ist ein guter Mann und hat vielen von uns Arbeit gegeben. Jedenfalls, solange es noch welche gab. Und was ist jetzt? Nichts. Das Lagerhaus ist leergeräumt und hat die meisten von uns entlassen. Möge die heilige Flamme dich erleuchten, mein Sohn. Suchst du einen Platz am warmen Feuer oder nur einen Eintopf gegen den Hunger? Du bist Magier? Aber ja, ich bin ein Beschützer der heiligen Flamme, mein Sohn. Ich gehöre zum Bund der Magier. Ich bin Meister Belchior. Was genau ist deine Aufgabe hier in der Stadt? Ich helfe denen, die zu schwach sind, sich selbst zu helfen. Ein warmer Eintopf ist für viele das Einzige, das sie sich leisten können. Du siehst aus, als könntest du anpacken. Wie wär's, wenn du mir hilfst? Was kann ich für dich tun? Hilf mir, die Leute zu versorgen und sei ihnen ein Anker in der Not. Viele von ihnen haben alles verloren, weißt du? Wenn du mir helfen willst, dann bring ihnen meine Heiltränke, sodass sie wenigstens ihre Wunden heilen können. Was genau ist die heilige Flamme? In der Festung dort am Fuß des Vulkans ist ein heiliger Ort, mein Sohn. Die Halle der heiligen Flamme.
Sie ist der Schutz allen Lebens auf dieser Insel und einer der letzten wahren Schätze dieser Welt. Wir Magier erfahren Erleuchtung durch sie. Sie ist der Quell all unserer Kraft und Weisheit. Wir müssen alles tun, um sie vor den drohenden Gefahren zu schützen. Erzähl mir etwas über Magie. Es ist die hohe Kunst, mächtige Zauber zu wirken. Einige Zauber findet man auf Spruchrollen, die jedermann benutzen kann. Jedoch können Spruchrollen nur ein einziges Mal ihre Wirkung entfalten. Ein Magier kann die Kraft eines Zaubers in einem heiligen Artefakt binden. Eine Rune beispielsweise kann große Macht haben, wenn man weiß, wie man ihre Kraft dauerhaft nutzen kann. Ich werde die Heiltränke für dich verteilen. Sehr schön. Ich gebe dir 7 Tränke und eine Liste mit Namen von Bedürftigen hier in der Gosse. Jeder von ihnen soll einen Trank bekommen. Der Rest der Tränke soll Lohn für deine Arbeit sein. Viel Erfolg, mein Sohn. Wie kann ich Magier werden? Du bräuchtest den festen Willen und die nötige Geduld, um zum Novizen der Magie erwählt zu werden. Als Magier trägst du eine große Verantwortung. Wärst du geeignet, mit dieser Verantwortung umzugehen? Weiß ich nicht. Gute Antwort, mein Sohn. Das wäre schon mal ein Anfang. Denn niemand kann es wissen, ehe er nicht den Weg eines Novizen beschreitet. Falls es dir jedoch wirklich ernst damit sein sollte, dann würde ich dir gerne helfen, mein Sohn. Du müsstest deine Bereitschaft zeigen, der heiligen Flamme zu dienen. Jeder, der sich bemüht, soll seine Chance bekommen. Verstehe. Ein Eintopf wäre nicht schlecht. Hier, nimm, mein Sohn. Möge er dir Kraft geben. Danke. Ich bin der Händler Flavio. Hey, ich... Du bist bestimmt auf der Suche nach Arbeit. Ich kann dir keine geben, also probier es woanders. Womit handelst du? Mit Jagdtrophäen. Felle, Klauen und Zähne sind mein Geschäft. Ich zahle für gute Beute und versorge dich mit neuen Pfeilen. Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Seit die Stadttore geschlossen sind, kommen meine Jäger nicht mehr raus. Also gibt es keine Jagd mehr. Keine Jagd, keine Beute, kein Gold. So sieht's aus. Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen. Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Da ist schon eine Sache. Wir könnten hier alle mal eine Lieferung Fleisch gebrauchen. Soll ich etwa Fleisch verteilen? Nein. Darum wird sich Meister Belschwur kümmern. Du musst das Fleisch aus der Schlachterei besorgen. Ich habe bereits mit Baxter gesprochen, aber er will 10 Felle haben, bevor er das Fleisch rausrückt. Ich soll also die Felle auftreiben. Wenn du das irgendwie schaffst, kriegen wir wenigstens Fleisch. Hast du keine Felle? Immerhin handelst du doch damit. Nein, mein Lager ist leer. Die Banditen haben sich zu oft bei mir bedient. Frag mal meine Jungs, Pavel oder Cole. Vielleicht wissen die etwas. Wo finde ich Baxter? Im Schlachthaus am Hafen. Er organisiert den Handel mit dem Fleisch. Eigentlich ist er ein umgänglicher Typ, aber er nimmt seinen Job sehr genau. Was habe ich davon, wenn ich die Felle auftreibe? Du willst für deine Arbeit bezahlt werden. Viel habe ich nicht mehr. Ich kann dir nur ein paar Pfeile anbieten. Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Gut. Dann besorge 5 Keiler und 5 Wolfsfelle und bring sie Baxter. Sobald du das Fleisch hast, bring es zu Meister Belschwur, damit er es verteilen kann. Ich brauche ein paar Sachen. Thank you.